Hallihallo, es gibt zwei Sachen, die ein Hund auf jeden Fall lernen sollte, beziehungsweise was das Wichtigste ist, was ein Hund überhaupt lernen soll. Zum einen ist es die Ruhe. Ganz viel Ruhe muss der Hund lernen. Hunde sind an sich sehr ruhige Wesen und nicht so aufgedreht wie heutzutage. Deswegen ist das Wichtigste überhaupt, dass der Hund Ruhe lernt. Mit Ruhe funktionieren viele Dinge sehr viel besser, als wenn viel Hektik und Stress herrscht. Das Zweitwichtigste ist, dass dein Hund dir Aufmerksamkeit schenkt und sich an dir orientiert. Das ist die Grundlage für alles andere. Aufmerksamkeit und Orientierung. Wenn dein Hund das kann, dann ist er sehr viel ansprechbarer und alles andere funktioniert auch super. Deswegen, wenn du dich darauf konzentrierst, was soll der Hund lernen? Zuerst Ruhe und dann Aufmerksamkeit und Orientierung. Wenn dein Hund das kann, in bestimmten Situationen ruhig bleiben, sich an dir orientieren, dann kannst du ihn gut durch den Alltag lenken. Und erst dann kannst du anfangen, Grundsignale aufzubauen. Rückruf, Leinführung, sitzen bleiben, liegen bleiben. Ruhe und Aufmerksamkeit sind die Grundlagen. Und erst dann kommen die Grundsignale.